Aber der, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren S22 Single Let's Play hier auf der französischen Karte. Wenn euch das Video gefällt, lasst mal ein Like und ein Abo da, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und lasst mich wissen, wenn ihr irgendwas habt, was ich besser machen kann. So, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt hinten eine Palette mit Wolle drauf, die werden wir wieder in die Spinnerei werfen. Und dann werden wir mal nach dem Preis gucken, weil der war, wo ich beim letzten Mal geschaut habe, also wo ich noch bei der Ding unterwegs war, beim Traubenfeld, wo ich da fertig gekuppert habe und gemulcht und alles. Zumindest habe ich das Spiel mal kurz abgeschmiert. Wo ich das gemacht habe, habe ich dann immer mal wieder geschaut und er ist gerade hoch, also wir können mal ganz kurz gucken. Also er soll eigentlich fallen, aber er steigt immer noch. Er ist jetzt schon bei 6902. Beim letzten Mal, wo ich geschaut habe, vor der Aufnahme waren wir bei irgendwas mit 6,9, glaube ich. Ich glaube, da waren wir bei 6900. Chat, waren wir da bei 6,9? Ich glaube. Genau. Jetzt werden wir erstmal hier schnell den... Okay, genau. Da waren wir bei 6,9. So, jetzt werde ich hier mal ganz kurz die Wolle hier abladen. Ist erledigt. Und hier, ja gut. Helfer J. Ah, der Johnny ist mit der Sämaschine wieder am Hof, weil ich habe ja noch Gartparallel dazu Ding anbauen lassen. Wo erinnere ich jetzt? Toll. Ist so hier ansehen lassen und auch geil. Also war auch gut. So, natürlich, wenn der Preis nach unten gehen würde jetzt, dann wäre es natürlich scheiße. Aber das... Ich meine, er kann noch mal steigen, aber... Ja, jetzt geh halt der da. Jetzt das. So. Normalerweise können wir ja nur 6 Stück aufladen, aber wir haben ein bisschen mehr. Und ich will ehrlich gesagt nicht zweimal fahren und zwei unterschiedliche Preise dafür bekommen. Geht's runter. So. Ah, hier haben wir gleich die nächste Palette wieder aus dem Lager. Weil das Ding hat ja fleißig gelagert. Wir schauen nach dem Preis. Alter. Ich glaube, bis dass ich aufgeladen habe und drüben bin. Entweder fällt er bis dato oder er ist wirklich noch höher gestiegen. Also wir könnten es theoretisch riskieren, aber ich will es ehrlich gesagt gar nicht riskieren. Mhm. Jedes Mal fahre ich diesen verkackten Postkasten um. F1 mal kurz wegmachen, damit ich hier besser gucken kann. Müsste gleich nochmal eine spawnen. Theoretisch. Da ist eine Collie. Ey Leute, ich glaube, ich kriege echt gleich einen Schwächeanfall. Weil der Preis ist so bestialisch gerade.
dass ich, glaube ich, ups, glaube ich, kurz vorm Schwächeanfall stehe. Wo schieben ich da an, Alter? Gleich schieben wir einfach wieder gerade. Oder so. Geht auch. Hauptsache ich kann sauber aufladen und krieg meine drei Paletten nebeneinander. Das ist das Wichtigste. Bei der Plattform hier. Sauber aufladen, dann kriegst du auch wirklich drei Stück sauber nebeneinander, so wie jetzt. Ich will nicht nachgucken, aber ich muss. Jetzt gerne nochmal eine spawnt, Alter, dann habe ich ein kleines Problem. Weil ich glaube, mit 9 Paletten übereinander tut sich doch der Schlepper dann beim Heben etwas schwer. So, aber nee, der spawnt, also jetzt gerade erstmal spawnt, glaube ich, keine mehr, aber wir wollen es mal nicht verschreien, sagen wir es mal so. Ist die Karte noch im Weg? Lol, die will gar nicht runter. Ach doch jetzt. Passt. Soll er. Und ja, ich lade die jetzt alle auf. Also definitiv lade ich die jetzt alle auf. Und dann, weil ich fahre nicht zweimal. Also ja, klar, ich könnte auch noch warten mit dem Preis, aber ganz ehrlich, bei dem Preis, wenn der jetzt langsam noch weiterhin hochgeht, warum soll ich da auf zweimal fahren, wenn ich es da wirklich auf einmal einfach machen kann? Warum? Mein klar, guten Anhänger wäre natürlich besser gewesen jetzt im Endeffekt dafür, aber warum extra einen Anhänger mieten und Geld ausgeben, wenn ich hier die Plattform habe, die bezahlt ist? Also, ne? So, 6 von 18 geladen. Preis? Alter. Pfosten. Tor? Nee, Pfosten.
Ich fahr mal sicherheitshalber. Ja, wenn, dann setze ich jetzt dann noch mal einen in der Mitte, dann bei den beiden oben drauf, weil. Sonst wird mir das ein bisschen zu interessant. Also klar, ich kann natürlich x-beliebig nach oben schlichten, aber. Ich stelle mir gerade die Frage, muss es sein? Noch recht höher zu schlichten oder sind 8000 nicht doch bei dem Preis sehr viel? Okay, kann man stehen lassen. Was sagt der Preis? 6906. Okay. Gut, was sagt die Fabrik? Kommt da nochmal eine Palette? Ups. Nee, nicht so schnell. So schnell nicht. So, dann schauen wir mal, ob er Männchen macht oder nicht. Also ich hoffe mal nicht, weil sonst muss ich wieder abladen. Nein, er macht kein Männchen. Where? Er macht überhaupt kein Männchen. Preis. Fällt, steigt, sinkt, bleibt. Steigt weiter, Alter. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt verkaufe und der am nächsten Tag bei über 7000 ist, beiße ich mich dafür in den Arsch. Ich kenne mich. Verkaufe ich ihn jetzt aber nicht und am nächsten Tag ist er übelst tief, beiße ich mich in den Arsch. Keine Angst, wir haben keine. Wir haben unten einen Gummi dran, also wir machen nichts kaputt. Glaube ich. Glaube ich mal. Nicht darüber. Kannst du denn noch mal ein paar Meter gerade fahren? Nö. Doch, jetzt. Ah, nein! Alter, ist das eine Rutschpartie? Habe ich hier nicht irgendwo ein Gewicht liegen oder sowas? Alter, ich könnte vorhin einen Heuballen draufpacken. Mit 8 Tonnen. Schnell. Dann haben wir unser mega geiles Gegengewicht. Alter. Ey, ich lasse jetzt dann echt noch Zeit laufen, Alter, und schau, wie hoch das der noch hochgeht, glaube ich, ey. Keine Ahnung, wie ich das mache. Aber ich lade jetzt erstmal vorne den Heuballen drauf, in der Hoffnung, dass der ein paar Kilo hat. Den feier halt dann am Schluss wieder her, das ist ja wurscht. Aber Alter, 8000 oder 8, knapp 8 Kubikmeter. Hinten. Geil, ich kann wieder lenken. Also lenken, ne? Nicht das, was ihr denkt. B, da kommt jetzt ein Zug.
Habe ich aber ein Problem. War aber keine schlechte Idee, vorhin noch ein Heuballen dran zu kleben. Bei 8 Paletten, Alter, dass der hinten hochgeht, das ist echt verwunderlich. Aber Leute, ich sehe, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich werde das Ding jetzt auf jeden Fall noch verkaufen. Mal gucken, was wir für einen Preis rauskriegen. Und genau. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn es euch taugt. Schreibt mal euer Feedback in die Kommentare. Und ja, was glaubt ihr, wie viel Geld bekommen wir? Was glaubt ihr? Jetzt sind wir auch schon bei den Trauben vorbei, wo wir vorhin noch schön gearbeitet haben. Schön gearbeitet, genau. Genau, kann ich ja kurz erklären, was ich gemacht habe. Ne, wobei, das machen wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall, wie gesagt, meine lieben Freunde, ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Feedback in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich was. Haut's rein, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.